heute mal wieder ein Update von Daschkas Gesundheit. Und beginnen wir doch mit den guten Nachrichten. Der Tumor, weswegen diese ganze Reise begonnen hat, ist quasi besiegt. Ich sage quasi, weil ich habe keinen Krieg mit dem geführt und Daschka auch nicht. Er ist erfolgreich therapiert. Das Lipom, welches sie hat, ist leider etwas größer geworden. Ich würde sagen, das war zeitweise doppelt so groß, wie als diese Reise begonnen hat, also wie Beginn des Jahres. Allerdings war sie vor einem Monat noch in den Stehtagen. Und deswegen kann es natürlich da mit den Hormonen zusammenhängen. Ich habe auch jetzt schon beobachtet, dass dieses Lipom wieder kleiner geworden ist. Die Therapie bei ihr geht da weiter, damit nicht wieder irgendetwas Neues kommt oder die Inaktiven aktiv werden würden. Ja, genau. Dann hat sie eine Erkältung und diese Stirnhöhlen, Nasenhöhlen-Erkältung hat bei ihr den Tränenkanal verstopft. Und das ist der Grund, weswegen ich heute überhaupt das Video mache. Denn vielleicht wissen einige von euch, dass Daschka vor einem Jahr oder Beginn des Jahres, Beginn diesen Jahres, das linke Auge verletzt hatte. Also da hatte sie eine Verletzung auf dem Auge, da sie schon 12-jährig ist und die Haut im Auge so alt ist, dass es sich nicht mehr gut von alleine selbst regenerieren konnte, beziehungsweise es war auch noch Heizperiode. Ich heize mit Holzpellets, da hast du immer etwas Feinstaub, auch in der Luft. Und auch mit dem Holz, mit dem ich sonst noch heize, da hast du natürlich sehr trockene Luft, sehr, sehr, sehr trockene Luft. Und natürlich auch immer diese Holzstaubpartikel. Das Auge konnte nicht mehr selbstständig heilen, so dass man es nochmal abschaben musste und das Auge zunähen musste, damit es gut verheilen konnte. Nach dieser OP konntest du dann zusehen, wie das linke Auge verheilt ist und seitdem alles gut ist. Jetzt das rechte Auge, da hat sich dann der Tränenkanal entzündet. Dank meines Traumas wegen dem linken Auge vom Beginn des Jahres, ich nicht zuerst meinen normalen, authentischen Weg gegangen bin, indem ich zuerst alternativmedizinisch und ganzheitlich an die Sache herangehe, ging ich rein symptomatisch, weil da diese Angst in mir war, etwas zu verpassen, weil wir damals beim linken Auge viel zu lange gewartet haben, obwohl von Beginn an mit Schulmedizin zusammen. Also das heißt, da war überhaupt nicht das Thema, wir machen das jetzt nur alternativmedizinisch und schauen die Schulmedizin nicht an und deswegen reiten wir in die Scheiße. So arbeite ich ja gar nicht. Ich arbeite immer in Kombination. Ich arbeite immer ganzheitlich im Sinne von, was macht jetzt für das System im Ganzen am meisten Sinn? Also um etwas Schmerzen zum Beispiel zu lindern, was bei Augengeschichten immer ein großes Thema ist. Oder wie ist das Zeitmanagement? Hat man genug Zeit und hat das Tier genug Ressourcen, die benötigte Zeit aufzubringen, die es braucht, wenn man es rein mit Alternativmedizin behandelt? Oder unterstützt man da auch noch mit etwas Schulmedizinischem, welches etwas schneller wirkt? Rein symptomatisch natürlich. Okay, bei den meisten Dingen. Auf jeden Fall bin ich da mit meiner Tierärztin zusammen rein symptomatisch hinter dieser Augengeschichte, zuerst mit Cortison einfach zum Abschwellen, weil kein Infekt vorhanden war. Zu Beginn war da wirklich nur eine Schwellung und das war natürlich das war voll im Sommer drin, also wir hatten da noch gut 30 Grad, mega viel Sonne und Cortison, keine gute Verbindung, hat sie nicht so vertragen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann das Cortison abgesetzt und mit Euphrasia-Tropfen gearbeitet, also da alternativmedizinisch auch die Tierärztin, weil eine leichte Reizung der Bindehaut doch sichtbar war, aber keine Entzündung an sich. Genau, als ich dann mit den Euphrasia-Tropfen begonnen habe, und hier muss ich noch kurz sagen, ich habe nur das Auge behandelt, welches Symptome hatte. Ich habe nie irgendwie von links nach rechts oder von rechts nach links. Und ich weiß auch, wie man sauber arbeitet mit diesen Tropfen. Also das kann nicht sein, dass ich da irgendwelches Zeugs ins Auge gebracht habe. Denn
zwei Tage nach den Euphrasia-Tropfen habe ich gemerkt, dass sie am Morgen sehr wohl Ausfluss hat. Jetzt war die so sauber, dass bis ich aufgewacht bin, hat die sich ihre Augen schon geputzt, selbstständig. Und dann hast du diesen Ausfluss nicht mehr gesehen. Genau. Als ich dann diesen Ausfluss sehen konnte, also um das Auge hast du gesehen, dass sie Ausfluss haben muss, da dieser Ausfluss immer klar war über den Tag durch, ging ich immer davon aus, dass kein entzündlicher Ausfluss da ist. Auch die Tierärztin ging von dem aus, rein optisch. Dank des Euphrasias, das hat wahrscheinlich da das Auge so richtig schön rausgeputzt, konnte ich dann am Morgen sehen, es hat dann auch begonnen zu verkleben, wahrscheinlich auch, weil das Cortison natürlich nicht mehr gewirkt hat, weil wir das natürlich abgesetzt haben. Und so habe ich gesehen, dass das ja wohl ein Infekt da ist und habe dann begonnen, alternativmedizinisch diesen Infekt zu behandeln. Zuerst auch wieder rein symptomatisch, äußerlich, bis ich dann endlich eingestand, okay, du hast selbst einfach Angst, dass da mit diesem Auge irgendetwas nicht mehr gut werden könnte. Und ich bin überzeugt, dass diese Angst die Heilung von Dashka blockiert hat, weil ich suggeriere ihr mit dieser Angst ja einfach, ja, du kriegst das nicht hin, das wird nicht gehen, das wird immer schlimmer. Dann das Auge ist direkter Bezug zum Nervensystem. Also das heißt, dieser Stress, der Dashka dann ja auch spiegelt und auch mitbekommt, ist ja klar, dass der sich dann auch manifestiert im Auge. Ich das da abgelöst habe und gesagt und gemerkt habe, was da in mir vorgegangen ist, dass das doch tatsächlich, so kleine Dinge können Traumas auslösen. Dann begann ich, das so zu therapieren, wie ich wirklich arbeite, ganzheitlich. Das heißt, ich habe das Mittel, welches ganzheitlich auf sie passt, auf ihren Charakter, auf die Symptomatik, auf ihre Konstitution, auf ihre ganze Krankengeschichte passt. Innerhalb von 3 Tagen war dieser gelbe Ausfluss dunkelgrün. Das Auge war viel, viel weniger verklebt morgens. Und es begann das 3. Augenlid nicht mehr so krass nach vorne zu kommen, weil das war immer wieder so in diesen 3 Tagen, als ich mit dem homöopathischen Mittel begann, kam immer wieder das 3. Augenlid nach vorne. Nach 3 Tagen, als die Symptomatik so gewechselt hat, also die Farbe des Ausflusses, habe ich das entsprechende Folgemittel und da hatte ich über 13 Möglichkeiten, welches Folgemittel zum Grundmittel gepasst hat. Und habe da eins gefunden, welches am besten zu ihr passt. 2 Tage später habe ich gar keinen Ausfluss mehr gefunden. Das Auge sieht, das 3. Augenlid kommt nicht mehr nach vorne. Das Auge selbst hält sie in normaler Größe offen. Sie kneift es nicht zu, also sie scheint keine Schmerzen mehr zu haben. Sie ist natürlich noch rot ums Auge, also die Verfärbung ist noch da, aber sie blasst bereits ab. Also es wird bereits weniger, es blasst aus, so, lässt aus. Hä? Deutsch. Im Vergleich dazu, zu Beginn, wenn du einfach schulmedizinisch dabei warst, konntest du das Symptom für einen Moment lang bremsen und sobald du etwas nachgelassen hast, ist das Symptom sofort wieder gekommen. Also das heißt, wenn du 2-mal am Tag das Cortison gegeben hast, war diese 2-mal am Tag gut, bis kurz bevor das 3. Mal nach war. Oder als wir von 3-mal auf 2-mal gewechselt haben, hast du gemerkt, dass das zu wenig ist. Weil es wirklich nur die Symptomatik unterdrückt hat, aber nicht die Thematik gelöst hat. Die Thematik konnte ich ja nur bei mir lösen, damit Dashka das bei sich auch lösen kann. Also dieser psychische Teil, den sie da mitbekommen hat. Das ist ja auch das Spannende, weil sie mit ihr auch genau diese psychischen Aspekte thematisiert und dann damit auch die physischen Manifestationen davon. Also wenn ich etwas nicht sehe, etwas nicht sehen will oder vor etwas die Augen verschließe, weil ich Angst habe, ist es klar, dass mein Auge physisch krank wird. Also jetzt, das ist ganz vereinfacht. Jetzt sind wir wirklich am Stand, eben du siehst, dass das wirklich gut kommt jetzt und es ist wieder Zeit zu entscheiden, ein anderes Mittel, gar keines mehr, als dann das, was ich heute Abend noch hineinspüre und entscheiden werde. Und da ist meine Entscheidung immer die, was sagt mein Gefühl und dann mit dem Verstand abzugleichen. Was macht dann auch Sinn? Das hat mir mal wieder gezeigt,
dass Ganzheitlichkeit einfach wirklich bedeutet, nicht ein Symptom, sondern das Tier und sein Mensch zu sehen. Das ist für mich wieder so ein Lernprozess gewesen, weil eben normalerweise komme ich gar nicht auf die Idee, rein ein Symptom zu bekämpfen oder überhaupt in das Kämpfen zu kommen. Ich habe ja noch gesagt, beim Tumor kam ich nie in das Kämpfen. Und genau das ist bei dem Auge passiert. Ich begann mit diesem Auge zu kämpfen. Werd gesund, mach jetzt. Rein auf dieses Symptom, anstatt mich zu hinterfragen, okay, was ist denn das, was ihre Psyche, ihr Nervensystem gerade so belastet, dass das Auge krank wird davon. Das Ding, was dann auch noch Klick gemacht hat, so ja, du hast jetzt gerade die ganze Zeit Symptome unterdrückt. Aber das, was unterdrückt worden ist, das muss ja raus. Und das ist deswegen auch ganz typisch, dass etwas, das zuerst keinen großen entzündlichen Prozess hat, wenn du den einfach unterdrückst und dann wechselst du von der Schulmedizin zur Alternativmedizin, dann wird es zuerst schlimmer. Eben, da plötzlich wurde diese Entzündung, die wahrscheinlich vorhin schon da war, die sie weggeputzt hat, die wurde so sichtbar, dass ihr Auge zugeklebt war, verklebt war morgens. Also ich musste das kurz putzen und dann war wieder gut. Nicht schlimm, aber es war zugeklebt. Also man hat, wenn man ja nicht weiß, dass der Hund sich selbst putzen kann oder das nicht mit einbezieht und daran denkt, ja, dass es schon sein kann, dass diese Entzündung wahrscheinlich vorhin schon da war, dann hätte man da jetzt reingedacht, ja, okay, ich fange mit Homöopathie an und es wird schlimmer, ich muss sofort aufpassen. Dabei ist das ganz typisch, dass das passiert, weil ich habe ja was unterdrückt, das will jetzt raus. Das ist wie, wenn ihr wütend seid, ihr unterdrückt die Aggression. Umso länger sie unterdrückt, umso praller gefüllt kommt die dann wieder raus, wenn sie mal Raum bekommt, wenn sie mal raus kann. Und genau das passiert mit jedem Thema im Körper. Wenn es unterdrückt wird und du gibst ihm dann die Möglichkeit, sich auszudrücken, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Säfte rauszudrücken, ja, dann kommen die mal heftig. Und dass sie aber heftig kommen, gibt ja auch die Möglichkeit zu sehen, was ist das Thema dabei, eben wie sieht die Farbe, wie ist die Konsistenz etc., damit du dann auch das passende Mittel für das Tier, für den Menschen finden kannst, um dann diese Selbstheilung in Gang zu bringen. Das heute zum Daschgesprochen. Bis zum nächsten Mal.